Diesen Kapuzenpullover habe ich nicht zufällig angezogen, denn im heutigen Buch geht's ums Beten. Stefan Jürgens ist 1968 geboren, katholischer Pfarrer im westfälischen Ahaus und spricht nicht nur im Wort zum Sonntag, sondern schreibt auch viel beachtete Bücher. Die beste Beziehungspflege zu Gott ist das Beten. Im Christentum ist dieser Gott ein Gegenüber. Er muss nicht eigens beschworen werden, sondern ist immer da und gesprächsbereit. Dabei macht Stefan Jürgens einen Unterschied zwischen einem religiösen und einem gläubigen Gebet. Da geht es nicht um Worte, sondern um eine Haltung. Ein religiöser Beter meint, etwas leisten zu müssen, um etwas zurückzubekommen. Dagegen vertraut der gläubige Beter darauf, dass ihm Christus bereits alles geschenkt hat, was im Leben wichtig ist. Dabei betrachtet Stefan Jürgens das Gebet als eine Art Handwerk, eine alltägliche Lebenshilfe, die aber regelmäßig geübt sein will. Beten muss nicht immer eine große seelische Euphorie bedeuten, sondern ist selbstverständliches Reden zu Gott. In den 4 Kapiteln seines Buches macht Stefan Jürgens deutlich, zu wem Christen beten und was es bedeutet. Gebete verwandeln nicht Gott, aber durch das Gebet verwandelt Gott mich und durch mich die Welt, schreibt Jürgens. Und als Profi gibt Stefan Jürgens auch praktische Tipps. Etwa am Abend mit der Türklinke zum Bad oder zum Schlafzimmer in der Hand kurz innehalten und Gott die Sorgen des vergangenen Tages anvertrauen. Auf Du und Du ist ein Buch für Menschen, die vielleicht lange nicht mehr gebetet haben und merken, dass ihnen etwas fehlt. Genauso ist es ein Buch für Leser, die über ihre Art zu beten nachdenken möchten, die dafür neue Ideen suchen und bei Stefan Jürgens bestimmt finden.